Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir in Synodia die Seemottenfragmente suchen. Wir sind wieder bei der Koralle. Nullpunkt, eher gesagt auch. Ist nicht weit entfernt von der Rettungskapsel, werdet ihr auf jeden Fall finden. Und wir müssen von der Rettungskapsel aus, oder von Nullpunkt aus, zu einem Ort fahren, der im Westen liegt. Also von der Koralle aus einfach nach Westen gucken. Man kann auch Rettungskapsel 17 aufschalten, um das zu finden, den Ort. Dort befindet sich nicht mehr einfach ein Wrack, ein großes. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Seemotte freigeschaltet. Ich habe manchmal Sprachfehler, fragt nicht. Ich habe die Seemotte hier schon freigeschaltet. Ich fahre jetzt mit einer Seemotte hin, weil es schneller geht, um euch das zu erklären. Ihr könnt natürlich auch einen Seegleiter nehmen oder da ganz normal hingehen. Das ist nicht tief. 100 Meter oder so oder 200 Meter ist das tief. Ich bin jetzt nicht mehr 100 Meter tief, ich glaube nur 100 Meter. Auf jeden Fall, dann kommt hier so eine offene Fläche nach so einem Seetangwald. Da sieht man auch gleich die Rettungskapsel. Bei der Rettungskapsel können schon Seemottenfragmente sein. Bei mir sind wahrscheinlich jetzt keine, weil ich das schon mal abgefarmt hatte. Aber hier können schon welche liegen auf jeden Fall. Hier könnt ihr mal gucken. Ihr könnt eher gesagt den ganzen Wald hier auch ein bisschen mitgucken. Auf jeden Fall, die meisten Teile liegen hier hinten beim Wrack. Hier unten liegt auch schon ein Teil. Also bei diesem Wrack umrum können überall Seemottenteile spawnen und bei der Rettungskapsel. Und in dem Wald hier in der Nähe auch. Kann sein, dass bei mir nur eins spawnt. Wenn hier nur eins bei euch spawnt, einfach mal kurz weiter weggehen und neu hier hingehen, dann spawnen meistens neue Teile. Joa, auf jeden Fall gucke ich mich jetzt hier noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch eins. Auf jeden Fall können die überall hier spawnen in der Nähe. So viel ist sicher. Hier spawnen auch ein paar andere Fragmente, die euch nützlich sein könnten. Schrott. Man kann auch ins Wrack reingehen mit dem Laserschneider, wenn ihr den freigeschaltet habt. Da werde ich auch noch ein Video zu hochladen. Auf jeden Fall. Bei mir ist hier leider kein Teil mehr, um das zu zeigen. Schade. Auf jeden Fall, hier spawnen überall Teile. So viel kann ich sagen. Einfach hier ein bisschen rumfahren mit der Seemotte oder mit dem Seegleiter. Wenn ihr Seemotte werdet ihr wahrscheinlich haben in dem Video, denke ich mal. So. Auf jeden Fall. Hier können die vielleicht auch spawnen. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Ich glaube eher, dass sie beim Wrack spawnen dann. Und bei der Rettungskapsel, weil da habe ich sie am meisten gefunden. Tatsächlich. Und ja, dann würde ich sagen, ich werde euch noch kurz die Seemotte erklären und dann war es das auch schon mit dem Video. Auf jeden Fall, man kann bei der Seemotte Module upgraden. Dann hat man einen Stauraum. Zum Beispiel hier ist noch ein Frachtraum drin. Da kann man noch Sachen einlagern in der Seemotte. Man hat eine Energiezelle, die hinten drin ist. Die ist hier unten drin, meine ich. Hier hinten unten drin. Die kann man austauschen, auch durch eine Ionenzelle. Und die Upgrades für die Seemotte sind irgendwo an der Seite gewesen. Warte mal. Ah, hier oben, hier oben. Über der Frachtluke kann man die Upgrade-Module reinpacken. Es gibt eine Rumpfpanzerung, es gibt Tiefenmodule natürlich. Genau, es gibt bis Tiefenmodul 3, glaube ich sogar. Ja. Und Frachtmodul gibt es auch. Also Frachtmodul ist dieser Frachtraum hier. Und da gibt es auch noch irgendwelche anderen Sachen, die auf jeden Fall im Tauchdock dann nachher sind. Das werde ich im Tauchdock-Video erklären, was es noch alles da gibt. Auf jeden Fall, ja, war es das schon mit dem Video. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Suchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Subnautica-Video-Guide. Und haut rein.